Hallo, meine lieben Gamer! Der Preis und das Erscheinungsdatum der PS5 sind aufgetaucht und in diesem Video schauen wir mal, ob da was dran ist oder ob das Ganze Fake ist. Los geht's! Und ohne Umschweife geht's gleich mal zu der betreffenden Quelle, der Seite, die das im Grunde geleakt hat. Wollen wir uns aber anschauen, ob das wirklich echt ist. Wir haben die französische Amazon-Seite, die kurzzeitig den Preis und das Erscheinungsdatum hier veröffentlicht hat, und zwar 500 € bzw. 499,99 € für das normale PS5-Modell, und das soll am 20. November 2020 erscheinen. So stand es kurzzeitig, muss ich betonen, kurzzeitig auf der französischen Amazon-Seite. Das wurde ganz schnell wieder rausgelöscht, und jetzt ist natürlich die Frage, ist das überhaupt echt, die Meldung? Weil ich habe das auch nur indirekt gesehen. Ich habe es nicht direkt auf der Amazon, auf der französischen Amazon-Seite gesehen. Es ist auch inzwischen dort schon wieder weg. Aber die Quelle ist echt. Das ist wirklich auf dieser Seite erschienen. Und zwar auch deswegen ist es so, weil wir bereits auf der deutschen Amazon-Seite auch schon die PS5 drin haben. Die ist schon im System drin, im Warenwirtschaftssystem. Und die steht aktuell erst derzeit nicht verfügbar und es ist nicht klar, wann die kommt, aber es stehen schon alle Artikel drin. Die PS5, die Digital Edition ist drin, der Controller, die Fernbedienung, die Kamera, das Headset und auch die Ladestation. Alles schon mit drin. Und das passt natürlich, stimmt natürlich überein mit diesem Bild aus von der französischen Seite. Und es ist auch so, dass das normal ist, dass dieses Teil jetzt bei den Händlern auftaucht, auch ganz offiziell mit diesem offiziellen Zubehör, und das allerdings, wie gesagt, eigentlich das mit dem Preis noch nicht offiziell sein dürfte, weil auch Sony offiziell noch nichts gesagt hat. Aber was natürlich sein kann, ist, dass jemand bei Amazon in Frankreich ein bisschen übereifrig war und das eingetragen hat mit Preis, mit allen Daten, die sie vielleicht schon haben. Amazon und die große Händler, denke ich, werden schon die Daten haben, was die PS5 kosten wird, wann die kommen wird, weil das muss man vorab wissen, als vor allen Dingen als Großhändler. Und natürlich unterliegt das eine ganz große Geheimhaltung, das Ganze. Aber naja, es kann halt passieren, dass jemand da irgendwie ein bisschen unvorsichtig ist und das Ganze gleich mal, ja, quasi hier einfach ins System rein eingegeben hat und nicht aufgepasst hat. Das kann eben passieren. Jetzt ist die Frage, 500 €, ist das realistisch? Und wenn es die normale PS5 kostet, was kostet dann die Digital Edition? Die müsste ja dann, sagen wir mal, vielleicht 100 € billiger sein. Es gibt noch eine zweite interessante Quelle, die vielleicht nicht ganz so zuverlässig ist, aber trotzdem interessant. Und zwar bei dem Online-Händler PlayAsia ist die PlayStation 5 auch kurzzeitig mit Preis aufgetaucht. Und zwar für 699,99 US-Dollar. Das ist jetzt umgerechnet 622 €, so ganz grob. Da ist die Frage, hier weiß ich nicht, ob da die Steuer mit dabei ist oder nicht. Dass das zum einen, zum anderen ist es die US-Version. Und zum dritten, was auch komisch ist, ist, dass sie erwartet wird im Dezember 2020. Das kommt mir jetzt ein bisschen spät vor. Der Preis kommt mir auch relativ hoch vor, liegt aber auch daran, dass PlayAsia oftmals auch importierte Geräte hat, die teurer sind. Es liegt natürlich daran, dieser Händler, der ist beheimatet in Hongkong, und das ist quasi für den ein importiertes Gerät, ein US-Gerät, und das wird entsprechend teurer angeboten. Und da ist oftmals, dass der Preis einfach mal um 100 € oder 100 € mal höher ist als der normale Listenpreis. Wobei selbst dann wären wir immer noch gut drüber, über diesen 500 €. Dann wären wir jetzt bei 600 € oder vielleicht bis in 550. So oder so ist dieser Eintrag auch gleich wieder verschwunden. Ja? Und aber aktuell ist es so, und das ist noch rätselhafter, PlayAsia hat aktuell verschiedene PS5-Modelle schon im System drin. Und da ist eben einiges interessant, und zwar zum einen, das ist normal, der Händler bietet verschiedene Länderversionen an, also eine US-Version, eine Asien-Version, eine Japan-Version und auch eine Europa-Version. Und jetzt kommt's. Er hatte im System eine normale PlayStation 5 und eine PlayStation 5 mit 1 TB und eine PlayStation 5 mit 2 TB. Und jetzt bin ich wirklich verwirrt, weil bisher, nach aktuellen Angaben, ist die PS5 weder mit 1 TB noch mit 2 TB zu haben, sondern nur mit 825 GB SSD. Bisschen komisch. Vielleicht ist auch einfach nur ein Fehler dort im System. Ich weiß nicht. Was auch interessant ist, dass man dort beim selben Händler bereits den DualSense-Controller vorbestellen kann. Der ist noch nicht verfügbar und hat noch keinen Termin. Aber er hat schon den Preis, 74,75 €.
Auch wieder dahingehend natürlich nicht vergessen, es ist wieder ein Preis, der ein bisschen höher angesetzt ist, weil es auch eben in so ein Importhändler ist, der eben einige Preise höher ansetzt. Und also ich denke, wir werden beim DualSense, realistisch finde ich, ist auch ein Preis zwischen 70 und 60 Euro. Aber jetzt nochmal zurück zur PlayStation 5. Tja, also der Preis ist nicht bestätigt, aber ich denke, er ist realistisch. Er ist absolut realistisch. Wenn die normale PS5 500 Euro kosten würde, würde ich sagen, die Digital Edition 400 Euro kosten. Ist absolut realistisch, ist natürlich nicht bestätigt bisher, das Ganze. Wenn es blöd läuft, Leute, kann sein, dass das Ganze 100 Euro teurer wird. Also die normale PS5 600 Euro und die Digital Edition 500 Euro. Kann auch sein, angesichts der Hardware, die verbaut ist. Jetzt noch ein kleines, lustiges Detail. Auf der PS5-Seite bei Amazon.de gibt es bereits einige Fragen und Antworten. Und die sind einfach schon mal wieder der Abschuss, weil sie einfach so lustig sind. Beispielsweise hier: Wie gefällt euch das Design, welches ja für Überraschung gesorgt haben dürfte? Antwort darauf: Richtig geil, wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Das sind eben diese qualifizierten Antworten, die wir eben brauchen bei solchen Produkten. Weitere Frage: Wird es auch für die Xbox jemals wirklich gute Spiele geben? Nö, ist die Antwort. Ja, gut, das haben wir, gut, dass wir uns darüber unterhalten haben. Es ist absolut bizarr, diese Kundenfragen und Antworten bei Amazon. Ich verstehe es bis heute nicht. Wenn ihr mal einen miesen Tag habt, schaut da mal rein bei verschiedenen Produkten, da lacht ihr euch tot. Aber jetzt haben wir auch noch das Problem. Ja, aktuell ist es so, die PlayStation 5 ist nach aktuellem Stand, nach heutigem Stand am 15. Juni, derzeit nicht verfügbar. Sie ist schon im System verankert. Das bedeutet, dass sie bald, wann auch immer das sein wird, ein paar Wochen würde ich sagen, dass sie bald vorbestellbar sein wird. Und zwar alle Versionen, also beide Versionen, die normale, die Disc-Version und die Digital Edition. Bloß kann man sie aktuell noch nicht kaufen und es gibt keinen Termin. Ja, ich denke, in den nächsten Wochen werden wir da aber auf jeden Fall eine Info haben, wann es rauskommt und wie viel es kosten wird, das ganze Ding. Ihr könnt in den Link zu dieser Amazon-Seite, habe ich unten gleich mal in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch das selber anschauen wollt. Das ist nämlich echt interessant. Und vielleicht, dass ihr schon mal da dranbleiben wollt, falls das Ding dann doch tatsächlich endlich vorbestellbar sein wird. Das, meine lieben Leute, das war es jetzt erstmal zum Thema PS5-Preis und Erscheinungsdatum. Ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Und man sieht sich gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.